jetzt von Weißwasser. Thomas Götz vorne. Das Duell 1 gegen 1. Bringt die Scheibe nochmal vors Tor. Nee, Dolin kann sich an seinem Gegenspieler nicht vorbeiarbeiten. Und deshalb kommt Dolin auch nicht mehr an den Pass von Götz ran. Weißwasser im Wechsel. Und Heilbronn wieder vor dem Kasten. Und Tor 0:1. Rauskombiniert. Blitzsauber. Die Füchse sind im Wechsel. Und Heilbronn trifft in Überzahl zum 0:1. Der Vorlagengeber, das war der Mann mit dem goldenen Helm, Adam Brace. Und in der Mitte stand ein Teamkollege, könnte, na, wir warten mal ab, was offiziell gleich angesagt wird. Der Schiedsrichterassistent liegt auf dem Bauch, im Drittel der Füchse. Dann kommt jetzt Lukas Posibel und der Pass in die Mitte und jetzt die Breakmöglichkeit. Ein Heilbronner allein auf Joe Falloon und der trifft 0:2. In Überzahl die Füchse und Matthias Forster macht hier bei Unterzahl Heilbronn in der 16. Minute das 0:2. Also das erste Drittel ist nicht das Drittel von Weißwasser. Ein Unterzahlkonter. Und der Mann mit der Rückennummer 10 auf der linken Seite. Blaue Linie, Ostwald, Schlagschuss, Tor! Ein Schuss, ein Strich, keine Chance für Holmgren. 20 Sekunden gespielt in Überzahl und dann ist der Mann mit der Rückennummer 17 da, haut einen Punkt von der blauen Linie, zentral schlägt ein in der 18. Minute. Die Lausitzer. Die Vorlage von der 79, schütze die 17. Elia, Elia. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. 18. Minute, ein Klops von Falloon, die Scheibe rutscht ihm nach einem Schuss von der blauen Linie irgendwie durch und der Jubel über den Anschlusstreffer, er gewährte nur kurz, wurde noch angesagt, der Treffer, da fiel schon das 1:3, ei, ist das schwer durchzukommen und Heilbronn behauptet die Scheibe jetzt erneut, auch wenn an der blauen Linie der Füchse dann der Puck nochmal rausgeht. Raus? Nee, war nicht. Sonst hätte man nämlich hier pfeifen müssen. Jens Heyer kommt, kann den Puck schlecht stoppen. Will ihn durch die Mitte spielen. Und jetzt versucht. Tor! Eli Oswald! Den Schuss von der blauen Linie. Ein Sonntagsschuss. Holmgren hält die Fanghand hin und der Puck hat den Schwung und rutscht aus der Fanghand im Bogen über den Körper rüber hinten ins Tor. Also das Tor ist ein Treffer aus der Kategorie von Holmgren. Zwei Treffer von Eli Oswald. Der empfiehlt sich natürlich damit für den Fuchs der Woche oder zumindest für den heutigen Spieltag. Aber wichtiger als Fuchs der Woche sind irgendwie Tore. So, jetzt Lavallee, Tor! Und da kommt es, der Ausgleich über die Schulter, Kevin Lavallee. Die Scheibe wollte rausrutschen. Und dann gibt, glaube ich, Hader den Pass auf Kevin Lavallee. Und der aus relativ spitzen Winkel über die Schulter von Holmgren rüber tatsächlich das 3:3 schafft. Jetzt ist die 39. Minute angebrochen. Ziemlich heftig vors Tor. Und vors Tor auch wieder die Heilbronner. Aber jetzt mit Fehlpass. Jetzt kommt Heda ganz links, läuft Klaassen. Und Tor! Was für ein Treffer, Heda! Unfassbar! 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 Sensationell! Das ist ja unglaublich! Aus brutal spitzen Winkel wackelt er mit dem Puck, zieht ihn nochmal zurück und pfeffert ihn brutal unter die Latte. Holmgren kommt aus dem Kasten, sieht vor sich Heda. Vorhin hat er einen Puck gehabt und ihm über die Schulter reingeschossen. Jetzt ist er ohne Puck unterwegs, Heda. Der wollte nur ein bisschen für Bewegung sorgen. Ja, fast noch dran an der Scheibe, Heda, nach dem Pass von Gürtel. Jetzt in die Mitte, jetzt kommt Schell und Tor! Und der Ausgleichstreffer, das 4:4. In Überzahl Heilbronn mit dem 4:4. Heyder, ja, kam nicht wirklich ran an die Scheibe, vielleicht ein bisschen mehr Einsatz noch bringen müssen. Der Ausgleich durch Schell im Powerplay in der 56. Minute, 4:4. Jetzt Schell, zentrale Position, Pass auf links, der ist frei vor dem Tor, die Scheibe knapp daneben. Und die Füchse kriegen den Puck nicht raus. Dominik Bohatsch aber immerhin sichert den Puck erstmal für die eigenen Farben. Und jetzt kommt er raus, der Bohatsch über die rechte Seite. Kommt Kevin Lavallee, 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 Lavallee. Und Nachschuss und Tor für die Füchse. Die Entscheidung
für Blau-Gelb, exakt nach einer Minute und 6 Sekunden in der Overtime. Weißwasser holt sich also 2 Punkte im Heimspiel gegen Heilbronn. Den Torschützen, den müssen wir jetzt gleich noch nachreichen. Vasla Valeja oder an seiner Seite kam noch ein Blau-Gelber mitgefahren. Es ist die 62. Minute gewesen und der 5:4-Sieg für Weißwasser. Uiuiui, da fällt uns aber ein Stein vom Herzen. Nach dem schweren Start am Anfang, jetzt also der Sieg, vielleicht war sogar Boratsch, der den Aufbaupass von Lavalier gespielt hatte. Wir werden es gleich hören, im Hintergrund, den wollen wir natürlich noch mitnehmen.